Es ist wieder soweit, es ist Hörgenusszeit wie jeden letzten Donnerstag im Monat und mein heutiger Hörgenuss richtet sich an Groß und Klein und wenn euch interessiert, was ich denn da so in petto habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer, an jedem letzten Donnerstag im Monat gibt es den Hörgenuss des Monats. Und ich habe heute mal einen etwas anderen Hörgenuss. Bevor wir aber dazu kommen, schaut auch unbedingt mal in die Playlist rein. Das Hörgenuss des Monats, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das hier irgendwo oben auf dem i. Da sind schon ganz viele Hörgenüsse drin, auch von den anderen Mädels. Und ja, ich finde es Monat für Monat immer unfassbar interessant. Entschuldigt, das Fenster ist offen. Ich werde es auch nicht schließen, weil sonst hält man die Temperatur nicht aus. Weil jetzt gerade ein kleines Lüftchen hier reinkommt. Genau. Auf jeden Fall, guckt da auf jeden Fall mal rein. Und ja, wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben. Und ja, verratet mir mal euren liebsten Kinderhörgenuss und überhaupt euren Hörgenuss des Monats. Würde mich auch mal interessieren. In den Kommentaren natürlich. Ja, heute soll es um etwas gehen, was meine Kinder betrifft. Und ja, ich bin ehrlich, ich wollte im August nicht aussetzen. Und das ist ein Video, das kann man gut vorbereiten, denn ja, wer es noch nicht gehört hat, es kann hier jeden Tag soweit sein, also jeden Tag könnte ich einen Sohn entbinden, genau, und ja, darum soll es aber jetzt nicht gehen, es geht jetzt um die Toni-Box. Ich muss gestehen, die Toni-Box, das ist hier so ein kleines Gerät, mit dem man Hörbücher und Hörspiele hören kann, die ja natürlich für Kinder sind, im Alter von, ja, da gibt es keine Altersbeschränkung, bis, ich glaube, die Tonis, die gehen bis 8 Jahre. Meine 2 Mäuse, die sind 2 und fast 5. Und ja, ich habe 2 Mädels hier und zu Weihnachten gab es dann trotzdem mal diese Toni-Box. Ich habe mich lange gewehrt, weil ich ja so ein bisschen Kontrolle auch über den Medienkonsum haben wollte. Und ein bisschen auch die Ängste hatte, dass sie dann nur noch vor dieser Box sitzen oder dass sie den ganzen Tag läuft und keiner hört zu. Muss aber sagen, ja, und dann war auch der Hype so groß. Also irgendwie jede Mutter, die was auf sich gehalten hat, hat so eine Toni-Box zu Hause gehabt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, bei Hypes, da sperrt sich bei mir sowieso immer was. So nach dem Motto, die Kinder müssen nicht alles haben, was jeder hat. Und ja, ich hatte dann außerdem Angst, weil da stellt man so Figuren obendrauf, dass es dann irgendwann keine Tonys mehr gibt. Aber dem ist überhaupt nicht so. Es erscheinen jeden Monat neue Tonys. Also ich bin da auch in einem Newsletter drin. Ja, und es kommen immer wieder neue Tonys raus. Und vor allem auch Klassiker, die wir aus unserer Kindheit kennen. Wie zum Beispiel der Räuber Hotzenplotz oder Bibi Blocksberg oder Disney-Sachen. Und ja. Genau, das ist die Toni-Box auf jeden Fall. Die ist sehr intuitiv zu bedienen, laut, leiser. Und angeht sie, indem man hier so eine Figur da oben drauf stellt. Und da kann man switchen und das ist alles. Und vor allem, sie ist quasi unkaputtbar. Ja, genau. Und dann stellt man da eben solche Figuren drauf. Und ich wollte euch heute mal die Tonis vorstellen, die unsere Lieblingstonis sind, die wir wirklich rauf und runter hören. Ich muss gestehen, wir haben viele. Neu kaufe ich eigentlich kaum welche, weil die trotzdem recht kostenintensiv sind. Die kosten so eine Figur kostet so zwischen 15 und 17 Euro, glaube ich. Und ich hole die meistens für 10 Euro, ungefähr 10 Euro in Mami-Tauschbörsen. Also so 8 bis 10 Euro, je nachdem. Wobei meine könnte ich jetzt nicht mehr für 10 Euro verkaufen, weil die teilweise, die spielen nämlich auch mit diesen Figuren, doch schon recht abgerockt sind teilweise, aber das macht nichts. Das tut dem Hörspaß überhaupt keinen Abbruch. Ja, die sind hier unten magnetisch und hier kommen wir schon zu dem ersten Toni, den die Mäuse richtig gern hören. Das ist nämlich Cinderella. Und das Tolle an Cinderella ist, das ist original an den Disney-Film, also den wir kennen mit den Mäusen,
ist originalgetreu einfach vertont und ich finde das richtig, richtig toll. Natürlich gibt es einige Szenen nicht, die gerade wir, die die Filme oft ja auch auswendig können, ja, gibt es, also die haben wir leider, da fehlen einige Szenen, das wollte ich sagen. Aber die ganzen Lieder sind mit drauf, man kann mitsingen und ja, liebt die Große vor allem sehr und die Kleine eigentlich auch, ne? Also sind richtig, richtig begeistert. Was hier natürlich auch nicht fehlen durfte, und das sind Tonis, die habe ich tatsächlich neu gekauft mit zu Weihnachten, weil die dürfen hier einfach nicht fehlen. Und zwar ist das Elsa und Anna. Das sind diese zwei Prinzessinnen. Das ist die Eiskönigin Teil 1 und das ist dann die Eiskönigin Teil 2. Und die laufen hier auch rauf und runter, dass es nicht mehr feierlich ist. Das ist der Wahnsinn. Und sind halt auch genau wie der Film mit den Liedern. Das ist mir immer sehr wichtig. Und was auch cool ist, bevor man sich die kauft, man kann die auch auf der Homepage, da kann man mal so eine Art Hörprobe hören, wie die so sind. Und man kann halt auch vorher mal nachgucken, wie lang die sind, weil ich finde, gerade vom Preis her, es gibt halt Tonis, die gehen nur eine Viertelstunde. Und es gibt halt welche, die gehen halt, wie gesagt, so einen ganzen Disney-Film lang. Wie gesagt, es sind natürlich Szenen rausgekürzt, aber es ist halt auch die Vertonung von einem Film. Und wie gesagt, also die Mäuse lieben das wirklich sehr. Ich kann es schon langsam nicht mehr hören, aber Kinder stehen halt auch auf Wiederholungen. Merkt man immer wieder. Und dann etwas, noch ein Disney, das ist jetzt auch, nee, der vorletzte, noch ein Disney, der hier auch sehr, sehr beliebt ist und das ich richtig klasse finde, weil ich den Film für meine Große noch zu gruselig finde, weil sie halt auch sehr sensibel auf Filme reagiert. Da können wir uns auch mal in einem anderen Video vielleicht drüber unterhalten, was man so für Kinder in welchem Alter für Filme gucken kann. Ja, bei uns läuft hier My Little Pony rauf und runter und eben die Eiskönigin. Genau. Ja, aber was echt eine gute Alternative hierzu ist, ist eben Ariel, die Meerjungfrau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand als Kind, fand ich immer unfassbar gruselig die Ursula und wie sie da diese lebendigen Tierchen da isst und keine Ahnung was, fand ich immer super gruselig. Und so geht's aber. Das ist ein Hörspiel und sie liebt das rauf und runter auch und da sind auch Lieder dabei. Es sind nicht alle Lieder dabei, habe ich das Gefühl. Also ja, also ich glaube ein, zwei Lieder fehlen, aber ich bin eh so ein Mensch, ich bin immer schnell genervt. Auch bei Buchverfilmungen, wenn irgendwas fehlt. Am besten ist bei mir alles 1:1. Lässt sich natürlich nicht bewerkstelligen, aber ja. Und findet ihr nicht auch diese Figuren einfach wunderschön? Ich finde die total schön. Die sind auch, wie gesagt, sehr massiv. Und ja, dadurch, dass die aber damit spielen, an manchen Ecken und Kanten fehlt da auch schon ein bisschen die Farbe, weil sich das dann abschrubbelt. Ja, aber im Großen und Ganzen sind die ja eigentlich schon stabil, ne? Also ich habe die aber auch gebraucht gekauft. Also von daher, genau. Und dann habe ich den letzten Disney-Toni hier. Und das ist Bambi. Und das ist auch sowas, ich weiß nicht, ob ich das meiner Kleinen jetzt schon oder meinen Kindern schon zumuten kann. Das ist absolut süß gemacht und über Bambi haben wir auch viel gesprochen, wie das so funktioniert. Meine Kinder essen ja auch Fleisch, ich esse ja kein Fleisch und so, wie das funktioniert, warum der Jäger eben Bambi jagt und warum die Mutter halt stirbt und so weiter und so fort. Und ja, also wir haben da sehr, sehr viel drüber geredet und das kann sie, denke ich, besser abpacken, als wenn wir jetzt hier den Film geschaut hätten und sie da diese Verfolgungsjagd gesehen hätte, weil Bambi ist ja schon echt ein trauriger Film. Als ich das Toni das erste Mal gehört habe, mitgehört habe, musste ich auch schlucken und hatte sehr, sehr feuchte Augen tatsächlich. Ja, genau. Deswegen, es ist interessant. Ja, dann haben wir noch drei Märchentonis, die hier auch sehr, sehr, sehr beliebt sind bei allen dreien. Und zwar sind auf diesen Märchentonis, das sind immer so Figuren, die sitzen hier auf einem Buch und da sind immer 5 Märchen drauf. Also ich habe mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, welche Märchen auf welchem drauf sind. Ich weiß auch nicht, ob es da noch mehr gibt, bestimmt. Aber die habe ich halt jetzt eben auch in so einer Tauschgruppe oder in so einer Verkaufsgruppe eben entdeckt.
Und ja, da haben wir einmal natürlich das Rotkäppchen. Und die mag ich halt echt super gerne. Ich höre so gerne Märchen und auch die Kleinen. Ich höre so super gerne Märchen. Und dann haben wir natürlich, ist hier Rapunzel drauf. Und was ich nicht erwartet hätte, ist, der Lieblingsmärchen-Toni von denen ist hier Peter Pan. Und Peter Pan hat mehr so die abenteuerlichen Sachen drauf. Der hat nämlich drauf Peter Pan, Gullivers Reisen. Was hat denn der noch drauf? Sindbad und die 40 Räuber. Das fand sie aber dann schon sehr spannend. Also da wollte sie schon fast pausieren, unterbrechen. Das fand sie sehr aufregend. Und ich meine, Aladdin ist da auch drauf. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher. Es sind ja immer 5 drauf. Aber das sind so mehr so diese Robin Hood ist drauf auch. Das sind mehr so die abenteuerlichen Sachen. Und mag sie tatsächlich von den 3 Märchentonis am liebsten. Und ja, dann haben wir hier noch einen Toni, der ist gleich am Anfang mit eingezogen. Und zwar ist das Kikaninchen. Und ich kann es ehrlich gesagt schon nicht mehr hören. Und zwar gibt es da 2 und wir haben aber jetzt hier diesen. Und zwar das Kikaninchen lässt sich da lustige Geschichten von Anni erzählen. Die sind super, super witzig. Und ja, also, und da sind eben Reime auch drauf, die kann die Große halt schon auswendig erzählen. Und das ist so niedlich, wenn sie diese Geschichte zitiert. Die hat sie neulich mal, hat sie der Oma die Geschichte von der Hexe Schnappelschnut erzählt. Und es ist so süß, weil die hat es Wort für Wort wiederholt und sehr putzig betont. Also, ich bin weggeschmolzen. Also, ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Und man hat da zwischen den Geschichten dann natürlich immer diese typische Kikaninchen Musik. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kenne sie vom Urlaub vor allem, weil wir nutzen hier keinen Free TV oder sowas. Deswegen, ja. Und dann haben wir noch Lieder-Tonis, 3 Stück. Wir haben noch mehr, aber das sind so die beliebten. Wir haben auch noch 2, 3 Tonis, die mir gefallen, die den Kindern nicht gefallen. Und zwar haben wir hier einmal den Hund und das Eichhörnchen. Die sind auch immer gerne vergriffen. Da sind Kindergartenlieder drauf. Ja, wenn die Kinder das hören, ich habe da so Ohrwürmer davon. Wir Kindergartenkinder, wir sind beliebt und froh. Ja, ich bin jetzt nicht die beste Sängerin, aber ja, das sind so die Sachen, die sie gerne hört, die sie gerne hören und wo sie auch echt Party machen. Und mein allerliebster Kinderlieder-Toni ist, und auch von der ganz Kleinen, ist die Eule mit der Beule. Wir kennen ja alle wahrscheinlich, oder viele kennen, Mamis kennen ja die Bücher von der Eule mit der Beule, wo sie eben krank ist oder sich gestoßen hat und die Mama da eben hilft. Und da ist auch noch eine andere Geschichte drauf, auch aus der Reihe, und zwar der Biber hat Fieber. Das ist auch 1:1 da nochmal vertont. Und dann sind auch noch andere Lieder drauf, um die Eule halt auch wieder gesund zu machen. Und mein Lieblingslied ist tatsächlich Der Hummer hat Kummer. Der dann irgendwann einen Algenstrauß bekommt oder einen Algenstrauß verteilt. Ich weiß gar nicht mehr. Und ich liebe diese Lieder. Ich liebe diesen Toni. Und ja, und wie gesagt, bei beiden Kindern sehr beliebt. Und nachdem jetzt dann auch das dritte Kind kommt, würde ich mal behaupten, ja, haben wir da mit den Tonis eine sehr, sehr gute Anschaffung getätigt. Ja, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, worüber hört ihr denn Hörbücher? Und wenn ihr Mamis seid, wie macht ihr das so? Wir haben ja als Kinder noch die Hörkassetten gehört. Und ja, war auch gut, haben wir auch gehört. Aber man hat halt dadurch, man kann halt die Tonis nicht kaputt machen, ne? Also, man hat da keinen Kabelsalat, wie wir das eben kennen, Bändersalat eben. Und müssen nicht mit dem Stift irgendwelche Kassetten reparieren und sie knistern auch nicht und man muss auch nicht spulen. Und ja, heutzutage höre ich ja, also als wir noch keine Tonibox hatten, haben wir Hörbücher über Spotify gehört. Das geht auch, wenn man sich jetzt keine Tonibox anschaffen will, oder es gibt ja mittlerweile auch andere Anbieter. Wenn man sich sowas in der Art nicht holen möchte, hatte für mich aber den Nachteil, dass ich dann in der Zeit kein Handy mehr hatte. Ja, kann man auch mal als Detox-Zeit sehen, aber ja, ich habe dann trotzdem ab und zu mal mein Handy gebraucht, vielleicht auch mal zum Telefonieren. Und ja, in der Zeit, weil wir haben es dann immer über Lautsprecher und Handy gehört und es war dann auf Dauer
zu umständlich. Spotify hören wir jetzt meistens im Auto, weil die Tonibox den Nachteil hat. Vielleicht haben wir da auch noch nicht die richtige Handhabe gefunden, dass wenn man auf der Autobahn oder sowas unterwegs ist, ist die Tonibox zu leise, weil das Fahrgeräusch zu laut ist. Und wir haben auch Kopfhörer, aber mit dem kommt die Große irgendwie nicht so richtig klar. Also die mag sie nicht so gerne, die nutzt sie auch nicht so gerne und ja, ist halt so. Deswegen hören wir im Auto trotzdem noch Spotify. Ja, ist halt so, ne? Als Eltern, was willst du Musik hören, was willst du Radio hören, wenn du Hörbücher auf Spotify hören kannst. Und Hauptsache die Mäuse sind glücklich, ne? Ja, das war mein Hörgenuss des Monats oder ja, etwas anderes Video für den Monat August. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare. Ich bin ganz gespannt auf die anderen Videos. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!